Herzlich willkommen zu Tag 5 und damit auch Folge 5 vom Pferdecamp. Der letzte Tag, um nochmal richtig Punkte zu sammeln. Dafür brauchen die Teilnehmer natürlich erstmal eine gute Stärkung. Deshalb lasst uns mal zu der Frühstückslocation gehen und Hella und Mathis, nehmt mal eure Pferde mit. Golum hat noch seinen Schlafanzug an, den darf er auch erstmal noch anlassen. Ne? Willst du einen Kaffee? Oh, hat Mathis hoffentlich nicht gesehen? Dann lass uns mal losgehen. Fertig, los! Let the show begin! Ich glaube, euch kommt die Location noch bekannt vor. Gestern stand hier noch ein Bulle zum Bullriding. Jetzt gibt es hier lecker Frühstück mit den Pferden im Hintergrund. Die kommen auch schon ganz neugierig hier an. Setzt euch, macht's euch gemütlich. Bevor ich euch jetzt in Ruhe frühstücken lasse, möchte ich euch noch die erste Challenge des Tages verkünden. Denn wir werden Mein Pferd kann spielen. Ich weiß nicht, wer Mein Mann kann kennt. Ihr dürft auf jeden Fall eure Pferde mit einbeziehen. Wie das genau abläuft, verrate ich euch noch nicht. Kommt einfach in ganz normalen Klamotten oder zieht euch eine Reithose an. Könnt ihr sicherheitshalber mal machen. Und dann treffen wir uns hier gleich nach dem Frühstück wieder. Kennt jemand von euch das Spiel Mein Mann kann? Also da musst du festlegen, was dein Mann kann und dann muss er das halt erfüllen. Wenn er es nicht erfüllt, kriegt man eine Strafe oder so. Oh. Du musst es auch noch machen. Ja, okay, aber ihr könnt ja alle mit Halsring reiten und so. Aber Mein Pferd kann Rodeo. Da musst du es aber auch vormachen. Das wollen wir sehen. Okay, Mein Pferd kann gar nichts. Das kann, glaube ich, nichts krasser als was die anderen Pferde können. Hier, Dila. Dein Frühstück. Genau. Brauchst du noch eine Gabel oder geht das so? Nee, ich glaube, ich krieg's so hin. Oh, nicht in die Butter rein. Oh, eine Schnecke. Wir spielen jetzt Mein Pferd kann, das heißt, wir geben eine Aufgabe vor und einen Wert und dann dürfen sich die Teilnehmer gegenseitig hoch oder runter bieten und der als letztes noch mitbietet, muss es dann vorführen und beweisen, dass er es kann. Wenn die Person es schafft und es wirklich beweist, dass sie es kann, bekommt sie 2 Punkte. Wenn sie es nicht schafft, bekommen alle anderen Teilnehmer einen Punkt. Um mitzubieten, nehmen die Teilnehmer ihre Kelle hoch und sagen den jeweiligen Wert und wenn zu Ende geboten wurde, kommt wieder der Buzzer zum Einsatz und dann schauen wir mal, ob die Person es dann wirklich auch umsetzt. Das heißt, es geht nicht mal darum, dass man es selber so richtig gut kann, sondern man kann auch einfach versuchen, den anderen sozusagen rauszupokern, damit man selber den Punkt bekommt und der andere sich noch höher pokern muss und es am Ende gar nicht schafft. Also, seid ihr ready? Let's go! Die erste Aufgabe lautet, ich weiß, dass Hella es zum Beispiel nicht so gut kann, aber du kannst ja trotzdem mitbieten. Was darfst du nicht sagen? Ach ja, stimmt. Mein Pferd kann so und so lange auf der Stelle stehen bleiben. Das heißt, das Pferd steht mit allen 4 Hufen. Es darf mal einen Fuß hochnehmen, aber sobald es einen Schritt nach vorne geht, ist die Zeit um. Wir fangen mit 10 Sekunden an. Was bietet ihr? 50 Sekunden. 50 Sekunden bei Julia. Oh, shit. 50 Sekunden. Anja? 51. 52. 52. Minute. Geht da noch jemand mit? Es geht um 2 Punkte. 2 Punkte haben oder nicht haben. Sonst bekommt ihr nur einen, wenn die andere Person es nicht schafft. 61 Sekunden. Will noch jemand höher als 61 Sekunden? 62. 70. Oh, 70 aus Rad, 72. Hier. 72 bei Mathis. 73 Anja. 80. 80 Sekunden. 2 Minuten, no risk, no fun. 2 Minuten bei Mathis. Auf der Stelle stehen bleiben. Golum schafft nicht mal 10 Sekunden. Das ist krass. 2 Minuten zum ersten, zum zweiten. 2 Minuten 10. 2 Minuten 10. Bobby, der 4-Jährige. 2 Minuten 10 zum ersten, 2 Minuten 10 zum zweiten, 2 Minuten 10 zum dritten. Julia mit Bobby. 2 Minuten 10 auf der Stelle stehen bleiben, das kann, glaube ich, nicht mal ich, weil ich so hibbelig bin. Aber das 4-jährige Pferd soll es schaffen, das wollen wir mal sehen. Eine der wichtigsten Lektionen für Jungpferde, wie ich finde, Geduld. Okay. Die Zeit läuft. Alle ganz entspannt. Oh. Das werden jetzt 2 lange Minuten. 20 Sekunden sind geschafft. Er schmatzt richtig. 45 Sekunden sind rum. Oh, aber nicht zwicken, nicht zwicken. Oh, 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 oh. Er liebt mich. Die erste Minute ist rum. Oh, das war... Oh, das eine Bein. Ja, er hat das Bein zurückgesetzt. Ja. Jetzt ist auf jeden Fall... Okay. Trotzdem beeindruckend für ein 4-jähriges Pferd. Sehr, sehr gut. Die Zeit war ein bisschen hochgepokert vielleicht. Ja. Ganz ruhig. Das heißt, es gibt einen Punkt für jeden von euch. Kommen wir zur zweiten Aufgabe. Die zweite Aufgabe lautet: Mein Pferd kann so und so viele Äpfel in einer Minute aus einem Bottich Wasser holen. Entweder aus dem Bottich raus, kaputt aufgegessen. 1, 2, 3. 3, 4. Wie viel Zeit haben wir? 1 Minute. 4 in einer Minute. 4. 5 bei Maestro. Ihr dürft aber, wie gesagt, nicht mit den Händen eingreifen. Ihr dürft jetzt nicht einen Apfel aus dem Mund nehmen, sondern wenn euer Pferd dann frisst, ihr könnt zeigen so, aber ihr dürft nicht die Äpfel berühren und ihr dürft nicht das Pferd berühren. Ne? Woody, 8 Äpfel in einer Minute. Da müssen wir gleich noch Äpfel kaufen gehen, glaube ich. Hat dein Pferd das schon mal gemacht? Nein. Bei der Schnitzeljagd hat Anja es schon mal vorgemacht. Da hat es sehr gut geklappt, soweit ich weiß. Ja. Hat Mathis zu hoch gepokert? Aber 8 Äpfel, mehr als ein Apfel in 10 Sekunden. Ja. So weit habe ich nicht gedacht. 8 Äpfel zum ersten, 8 Äpfel zum zweiten, 8 Äpfel zum dritten. Ich hoffe, dein Pferd hat Hunger. Ehrlich gesagt, wo jetzt hier keiner zuschaut, gar nicht gut. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber wir schauen mal. Wir tun erstmal so, als ob wir es könnten. Das hier sind 8 Äpfel, Mathis. Hättest du das gedacht? Das sind ganz schön viele, aber Woody trinkt einfach das Becken schon mal leer. Dann ist es auch nicht so schwer. Ich hätte dir niemand gesagt, dass es nicht erlaubt ist. Dann sind gleich alle Äpfel aus dem Wasser geholt, weil kein Wasser mehr im Eimer drin ist. Richtig. Ich würde sagen, ich lege die jetzt rein und sobald Woody anfängt, stoppe ich die Zeit. Ja, das alles klar. Und los geht's. Go, go, go. Go, los, pack die Kisten ein. Er versteht das noch nicht so ganz, oder? 10 Sekunden sind um. Woody, los! Schneller! Er trinkt los. Was hast du deinem Pferd nur beigebracht? Los, beiß rein! Ja, den! Nicht mal einen einzigen. Soll ich gleich mal den Profi holen? Ja, ich würde das schon gerne sehen, ob der Sam das kann. Wir müssen einmal sehen, wie das richtig geht, damit Woody das auch lernt. Ich würde sagen, Anja, hol mal Sam. Der zeigt euch mal, wie der Hase läuft oder das Pferd den Apfel isst. Okay, die Zeit ist um. Gut gemacht. Du hast allen anderen Teilnehmern einen Punkt beschert. Anja natürlich auch. Sie holt gerade ihren Sam, damit der dann uns zeigt, wie das richtig geht. Oh. Hat er heute einen Bad Hair Day? Wir sind hier hingetragen. Kein Bad Hair Day mehr. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob Sam Woody mal noch was beibringen kann hier. So, du darfst. Und wie lange braucht er? Oh. Also ihr habt alle ziemlich hoch gepokert. Ach, guck, der erste. Und der zweite. Der erste wurde vernichtet. Ein Apfel. Woody, jetzt schau doch mal ins Becken, vielleicht ist es jetzt einfacher für dich. Der steckt ja seinen ganzen Schnabel da rein. Also wir stellen fest, 8 waren auf jeden Fall unrealistisch. Ja. Ich glaube, das hätte keins der Pferde geschafft. Der macht das wirklich richtig schnell. Ja, jetzt haben wir Apfelsaft in der Kiste. Wenn Sam gleich fertig gegessen hat, dann machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe ist: Mein Pferd kann in unter so und so viel Zeit diesen Ball in das gegenüberliegende Tor befördern, ohne dass ihr den Ball berührt. 10 Minuten. 10 Minuten? 5 Minuten? 3 Minuten? 1 Minute 45. 1 Minute 45 bei... 31. 55 Sekunden. 55 Sekunden. Sam ist wohl ein guter Fußballer. Wer ist noch ein guter Fußballer? 50 Sekunden. 50 Sekunden für Dori, 40 Sekunden bei Lena. Hier wird nochmal der Parcours abgegangen. Ja, also ist egal von welcher Seite, Hauptsache hier der Ball geht da durch. 39. 39. 38 zum ersten, zum 37, Anja. 37 zum ersten, zum zweiten, Anja und Sam, 37 zum dritten. Dann wollen wir mal sehen, wie gut Sam Fußball spielen kann. Meine Prognose ist, dass er auf jeden Fall den Fußball kicken wird. Ich habe aber Angst, dass er zu sehr in irgendeine Richtung geht und dass ich dann nicht mehr das Tor treffe, weil das Tor ist ziemlich klein. Das wird die größte Challenge für uns sein. Und dann ist natürlich auch noch die Zeit so ein Ding. 37 Sekunden hat Anja angekündigt, den Ball in das Tor zu befördern. Sobald du den Ball berührst, geht die Zeit los. Also, wann immer du dich bereit fühlst, legen wir los. Go, Anja! Let's go! Yeah, yeah, yeah. Oha! Wow! 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 Was? Wie krass war das denn? Ich habe wirklich Ronaldo unter mir. Das ist ganz klar. 16 Sekunden. Wer hätte das gedacht? Also keiner hier. Wir haben 37 Sekunden als Goal gehabt und wow, Respekt. Gibt es eine Bundesliga für Pferde? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war so beeindruckt von diesem Pferd. Anja bekommt 2 Punkte dafür. Herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht. Kommen wir zur Aufgabe Nummer 4 von 6. Diese lautet: Mein Pferd kann über so und so viele Stangen gehen, ohne sie zu berühren. Es ist egal, ob ihr drauf sitzt, nebenher geht oder was auch immer. Ihr dürft die Stangen hinlegen, wie ihr wollt. Eine Stange schafft Gollum, ohne sie zu berühren. 3, 4, 6, 8 mit Gollum. 11, 12. Ich weiß nicht, ob wir so viele Stangen haben, aber da müssen die halt doppelt über die Stangen rüber. Ja. 15. 15 bei Lena. 17. 17. Jetzt geht's in großen Schritten voran. 20. Oh, der kam aus dem Nichts. Der kam aus dem Nichts. 21. 22. 22 zum ersten. 25. 26. Klingt so, als wenn Hella nicht mehr aufhören würde zu bieten. 27. Wir machen bei 30 weiter. Wer bietet bei 30 noch mit? Hella. 30 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das werden wir gleich sehen. Ich habe mich dazu entschieden, Galoppstangen zu machen mit Gollum. Ich denke, das ist vielleicht ein bisschen einfacher als Trabstangen, weil er dann vielleicht so im Rhythmus ist und schön über die Stangen springt. Ich hoffe einfach mal, dass es so sein wird. Jetzt sind 6 Stangen in einer Reihe, das ist vielleicht auch ganz gut, damit er da nicht so oft durch muss, nur 5 Mal. 30 Stangen, ohne sie zu berühren. Oh, das wird schwierig. Ich habe Gollum jetzt schon ein bisschen aufgewärmt. Ich hoffe einfach, dass die Abstände passen und dass wir da gut rüberkommen. Dann mal los. Sobald sie eine Stange berührt, ist es vorbei und die anderen Teilnehmer bekommen 1 Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erste Runde geschafft. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh! 12 Stangen hat sie geschafft. Es reicht leider nicht ganz. Er hat es sehr gut gemacht. Ich finde, Gollum hat das richtig gut gemacht, auch wenn wir jetzt die letzte getroffen haben. Das ist halt immer schwierig. Wenn die ein bisschen weiter oben wären, dann wäre das nicht so unser Problem gewesen. Aber wenn die so am Boden liegen und ich dann direkt immer rumgehe, dann war ja klar, dass er die berühren muss. Die anderen Teilnehmer bekommen damit alle 1 Punkt, Hella leider keinen. Und wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe. 2 Aufgaben gibt es noch zu vergeben. Lenas Pferd und Celinas Pferd haben wir noch gar nicht gesehen. Vielleicht könnt ihr euch jetzt ja mal eine Runde betteln. Die nächste Aufgabe lautet nämlich: Wie viele Schritte kann mein Pferd in einer Minute rückwärts gehen? 10. 10? 11, 12? 15. 15. 16. 20. Oh, ich glaube, sie wollen synchron auftreten. 21. 21 bei Woody. 24, Julia. 28 in einer Minute. Das heißt ja schon fast alle 2 Sekunden müssen die einen Schritt mit allen Hufen rückwärts gemacht haben. Galopp, rückwärts. Rückwärts galoppieren. Das möchte ich sehen. 30. 30 Schritte rückwärts bei Julia. 30 Schritte zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Julia, viel Erfolg. Ich mach das da hochkommen, weil ich wusste, es ist Zeit-Challenge. Ich bin mal gespannt, was Bobby mit seinen 4 Jahren so kann und wird dir jetzt die Show geben. Let's go. Ich habe ihm ein paar Äpfel versprochen, also er strengt sich auf jeden Fall an. Schauen wir mal. Sobald du den ersten Schritt gehst, stoppe ich die Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Herzlichen Glückwunsch. Das waren gerade mal 19 Sekunden für 30 Schritte. Du hättest das Dreifache schaffen können. Du hättest das sehr gut gemacht. 90 Schritte hättest du schaffen können. Das hätte keiner, also ich hätte es jedenfalls nicht gedacht. Krass. Glückwunsch, Bobby. 2 Punkte für dich. Die kann er gut gebrauchen. Die letzte Chance, hier nochmal Punkte zu sammeln, ist die letzte Aufgabe und die lautet: Mein Pferd kann in unter so und so viel Zeit durch diesen Wassergraben laufen, von A nach B, muss einmal mit allen 4 Hufe auf dem Wassergraben stehen. Von der Startlinie bis zur Ziellinie und zu einem Zeitpunkt müssen Sie mit allen 4 da drin sein. Wie lange dauert das, um euer Pferd von A nach B zu bekommen? 30 Sekunden, 20, 15, 10. 10 Sekunden? Mit allen ablaufen einmal. Lauft es ab. Ja. 8 Sekunden. Aber der muss da schon da drüber, ne? Der darf nicht springen. Alle 4 Hufen müssen das Teil berühren. 7 Sekunden. Schafft Maestro das schneller? Ja, 6. 6 Sekunden bei Selina. Dann würde ich sagen, Selina zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Herzlichen Glückwunsch. 6 Sekunden hat Selina mit ihrem Maestro Zeit, um von der Startlinie zur Ziellinie zu kommen. Ich würde sagen, nimm mal lieber ein bisschen Anlauf und ich stoppe die Zeit. Wir schaffen das. Los geht's. 3 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. 2 Punkte für Selina und ihren Maestro. Ich habe ihm das ja durchaus zugetraut, aber man weiß ja nie. Aber ich bin sehr, sehr stolz, dass er das so super gemacht hat. Kommen wir zur Punktevergabe. Stopp. Was? Mein Pferd ist ja jetzt noch gar nicht dabei hier in dieser Challenge. Aber mein Pferd kann auch was. Was denn? Und zwar will ich euch herausfordern im Springen. Springen? Ich behaupte, mein Pferd springt am höchsten beim Freispringen. 1,10. 1,11. In 5 cm Schritten bitte. Ja, 1,15 gehe ich noch mit. Die machen einfach ihre eigene Challenge. Wieso nicht? Machen wir noch eine mehr. Wer kommt mit? 1,20, das war's schon beim Freispringen. 1,25. Wir wollen aber Dori sehen. Wir wollen Dori sehen. 1,30. Lena behauptet, ihr Pferd könnte beim Freispringen 1,30 Meter hochspringen mit einem Versuch. Das wollen wir jetzt mal sehen. Wenn sie es schafft, bekommt sie 2 Punkte. Wenn sie es nicht schafft, bekommen alle anderen noch 1 Punkt. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt geht's los, die letzte Challenge. Wir bauen uns das Freispringen auf und ich bin mal gespannt, wie hoch das Pferd springen kann, ob er wirklich die 1,30 schafft. Ich habe jetzt noch ein paar Hütchen geholt als Begrenzung fürs Freispringen. Dann bin ich mal gespannt, ob der 1,30 hochspringen kann. Ja, also kriegen wir locker hin. Wir müssen halt langsam anfangen und klein einsteigen, aber dann schafft der Champion das. Dori macht sich natürlich einmal warm vorher. Und dann messen wir das gleich genau aus auf 1,20 Meter oder 30? Was war es denn jetzt? 1,30. Machen jetzt schon mal ein bisschen höher. Der letzte Aufwärmsprung mit 1,18 Meter, da kann man schon mal ein bisschen absehen, ob der gleich die 1,30 Meter schafft oder nicht. Das ist schon höher als gedacht. Lena sagt, das war gut, dann schmeißt er den nächsten nicht. Ich habe gehofft, dass er den Sprung davor schmeißt, weil er dann einfach immer ein bisschen aufmerksamer ist. Da ist es trotzdem sehr so. Ich weiß es nicht, ob er es schafft. Jetzt machen wir hoch auf 1,30 Meter. 1,30 Meter ist hier, das sind nochmal mehr als 10 cm höher. Ich glaube, so hoch habe ich ihn noch nie, also ist er generell noch nie gesprungen. Er ist ja erst 5. Ich glaube, er ist in seinem Leben noch nie so hoch gesprungen. Okay. 1,30 Meter. Okay, Lena, okay? Los geht's. Wow! Lena, herzlichen Glückwunsch. 2 Punkte. Wow. Das war beeindruckend. Hat er super gemacht. Und wie ich gesagt habe, es war perfekt, dass er den davor gesprungen hat, weil jetzt bei der letzten Runde hat man richtig gesehen, wie aufmerksam er war und wie bemüht er einfach war, dass jetzt kein Fehler passiert. Dann können wir jetzt endlich die finalen Punkte vergeben. Hat's euch Spaß gemacht? Ja! Sehr schön. Ultra cool. Richtig coole Challenge. Dann kommen wir zur Punkteverteilung und ich sag's euch, es wird spannend. Wir fangen hinten an, denn Mathis und Hella haben am wenigsten Punkte gesammelt. Oh. Vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert. Ihr beiden habt 2 Punkte gesammelt. Danach kommt Julia, sie hat 4 Punkte gesammelt. Und dann kommen alle drei mit 5 Punkten. Und zwar Anja, Selina und Lena. Wir blenden euch hier einmal die Tabelle ein, den Zwischenstand vor der letzten Challenge des Tages. Es hat sich noch nicht viel in der Rangordnung geändert, aber es wird immer knapper. Wir haben vorne immer noch Mathis mit 26 Punkten, dahinter Selina mit 23, Hella mit 22, Julia mit 20, Lena 18 und Anja 17. Und man darf die Hufeisen nicht vergessen, die morgen noch dazugezählt werden. Wir sehen uns nach dem Mittagessen zur nächsten Challenge wieder. Und das ist die letzte Chance, um nochmal Punkte zu sammeln. Weiter geht's mit der allerletzten Challenge, um nochmal Punkte zu sammeln. Denn morgen beim Finale geht es darum, diese Punkte dann in sozusagen Leben umzuwandeln und so lange auszuhalten, wie es nur geht. Ich habe hier 3 GoPros. Wir machen 3 Teams. Diesmal nehmen wir die Zimmerpartner. Damit haben wir einmal Mathis und Hella. Die beiden und ihr beiden. Stellt euch gerne mal nebeneinander. Und ihr als Content Creator müsstet euch ja eigentlich damit auskennen. Creator? Ja, Mathis repostet gerne, aber er ist auch Content Creator. Du createst, ich reposte? Ja. Okay. Ja. Müsstet ihr euch damit auskennen, Fotos zu machen. Wir werden nämlich eine Foto-Challenge machen. Ihr bekommt ein Motto und habt 1 Stunde Zeit, gegenseitig ein Foto zu machen. Und müsst jeder ein Foto einreichen nach 1 Stunde. Und bewertet jeder einzeln. Ihr dürft eure Pferde mitnehmen, ihr dürft aber auch euch untereinander die Pferde tauschen, wenn ihr wollt. Hauptsache, jeder reicht am Ende ein Foto mit Pferd ein, zu dem Motto, eins mit der Natur. Ja, ihr dürft es so gestalten, wie ihr wollt, denn ihr bewertet euch am Ende wieder gegenseitig. Ihr habt 1 Stunde Zeit, ab jetzt. Viel Spaß! Es geht los! Wo ist hier die schönste Natur auf dem Hof? Hier ist alles schön. Hier ist alles schön, das ist wirklich schlimm. Ich präsentiere dir erstmal meine Idee ist... Warum haben wir die gleiche Idee? Wir haben es wirklich noch nicht ausgesprochen. Meine Idee wäre, ich leihe mir Woody aus, ich lege Woody hin, genau, das war meine Idee. Die Wiese, leg mich drauf. Nein, du kannst das nicht machen, das war meine Idee, ich habe es nämlich als erstes jetzt gesagt. Und ich mache das mit beiden Pferden und du machst mit Golum das. Ja, was soll ich mit Golum machen? Also ehrlich gesagt habe ich noch gar keine Idee. Ich hatte voll Lust, irgendwas richtig Lustiges zu machen, so richtig witzig. Ja. Aber wir sind gerade noch in den Überlegungen. Wir ziehen uns jetzt erstmal was anderes an, damit wir mehr zur Natur passen. Ja, wir haben schon ein paar coole Ideen. Fall. Aber wir müssen erstmal gucken, was wir anziehen und was wir dabei haben. Meine Fotoidee ist es, dass ich mir ganz viele Gänseblümchen nehme, die in die Mähne meines Pferdes so ein bisschen versuche einzuflechten. Dann stellen wir ihn auf eine Gänseblümchenwiese und Selina macht dann von oben ein Foto. Sammy! Machen wir dich einmal schick, gell? Hab dem Sammy jetzt die Mähne ausgeflochten und jetzt gehen wir zu Anjas Fotolocation. Ich habe noch eine richtig gute Idee für dich. Und zwar, du hast doch dieses Flower Power Oberteil. Ja. Du weißt, welches ich meine. Ja, das Flower Power. Das man denkt jetzt, da sind Blumen drauf, aber nein, das ist eigentlich nur... Da drauf. Aber was mache ich dann? Jetzt habe ich dir voll die Idee gegeben. Nein, du machst das auf der Wiese, frei. Ja, aber ich brauche ja auch noch irgendwie was zum Anziehen. Dann lass uns schnell aufs Zimmer rein und gucken, was wir haben. Okay. Go, 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 go. Ich möchte das Gestrupp-T-Shirt kombinieren mit einer grünen Hose, weil das passt zur Natur. Das ist so gut. Und jetzt ziehen wir auf. Mathis hat sein Gestrüppoberteil an und seine Hose. Ich habe leider nichts Gutes gefunden, aber habe mir überlegt, dass ich mir vielleicht so Blätter in die Haare mache oder so. Vielleicht sieht das ja dann eins mit der Natur aus oder so. Ihr seht, wir sind im Sprintmodus. Wir müssen schnell nach oben. Ich kann nicht mehr. Wir sind jetzt hier am Teich angekommen. Mathis will die Pferde da vorne platzieren. Ich gehe auf die andere Seite. Oh Gott, er fällt da gleich in den Teich. Mathis, ist das nicht zu dicht da dran? Also wir holen uns jetzt einen Pony. Yes. Wir glauben, das ist die Siegesidee. Ja, nur wo sind diese Ponys? So, wir haben jetzt das Pony geholt. Aber das Pony ist ziemlich aufgeregt und ziemlich wild. Jetzt wechseln wir aber das Pony, weil mit diesem Pony macht das nicht so viel Sinn. Es ist zwar wunderschön, aber es ist wirklich sehr schön. Ein bisschen wild. Ich brauche jetzt ganz viele Gänseblümchen. So, wir legen der Anja jetzt hier Gänseblümchen. Ich habe hier welche, Schatzi. Hier. Ah, hast du noch mehr? Oh mein Gott. Wir haben jetzt Anjas Shot drin. Anja, was sagst du dazu? Finde ich gut. Es war was anderes. Ich wollte einfach einen kreativen Shot. Sehr gut, dann let's go zu meinem Bild. Die da hat sich hingelegt und jetzt ist Woody dran. Der kann sich ja auch hinsetzen, das ist doch auch cool. Irgendwie klappt es gerade nicht so, wie wir uns es vorstellen. Deshalb machen wir es jetzt nur mit Woody, weil das ist schon irgendwie schwierig genug. Ich fände das gut, wenn du dich da so nebenlegst. Ja, Mathis, das sieht gut aus. Wir haben mein Foto jetzt fertig und Hella sucht sich hier jetzt eben ein paar Gänseblümchen raus. Weil ich nicht so ein cooles Oberteil hatte wie Mathe. Genau. Ich habe nur ein paar gefunden. Ich werde gleich noch mehr rausrupfen. Vielleicht mache ich Woody auch noch welche in die Haare. So, also wir haben jetzt ein neues Pony. Lena gibt Gas. Es ist echt nicht so leicht, muss ich sagen. Ein bisschen lustig aus. Guck mal, wie viel Mähne die hat. Sie ist auf jeden Fall ultra süß. Wir haben super wenig Zeit nur noch und haben einfach noch gar nichts. Das trübt die Stimmung tatsächlich ein kleines bisschen. Ich habe schon bearbeitet. Wir laufen jetzt zum Teich, zu Selinas Fotolocation. So, wir sind wieder bei den Boxen mit den Pferden. Hella muss jetzt noch ganz schön fresh machen. Die Haare flechten und dann tue ich die Gänseblümchen da rein. Das ist die weltschönste Aufnahme aller Zeiten. So. Der Buschmensch macht mir Gänseblümchen ins Haar. Weil die Natur bewegt sich halt. Die Natur ist bewegt und dieses Bild wollen wir einfangen im Screenshot. Genau. Wir sind Team, wir machen einfach nur Videos und machen nachher einen Screenshot davon. Ja, so Safety First und so muss ich mir jetzt einen Helm aufsetzen. Der sieht natürlich nicht so naturmäßig aus, aber Sicherheit geht natürlich vor und es kann ja auch sein, dass ich von dem steigenden Woody dann runterfalle. Okay, jetzt versuch mal zu steigen. Muss mit der Gerte an der Schulter klopfen und den Halsring annehmen. Genau, mehr. Mehr, komm, mehr. Was sage ich, Kommando? Oh, Allee kannst du sagen. Allee. Los, mehr. Jawohl. So tatsächlich lief es gar nicht gut und wir haben nichts davon umsetzen können, was unsere Ideen waren. Ja, aber wir hatten jetzt eine ganz andere Idee und jetzt versuchen wir das irgendwie noch ganz schnell zu bearbeiten, weil wir haben nur noch 10 Minuten. Ne? Und die Idee basiert jetzt so ein bisschen auf Photoshop, sonst funktioniert sie nämlich nicht. Oh, das ist mega. Das? Ja. Das, ne? Ja. Ja, so guck, das ist süß. So, also wir haben jetzt mein Foto auch im Kasten. Wir haben einfach noch 20 Minuten Zeit. Richtig cool, weil mein allerbestes Pferd einfach so tapfer ist und jeden Blödsinn mitmacht. Haben wir jetzt ein sehr schönes Bild. Und jetzt setzen wir uns hier in die Sonne und bearbeiten das ein bisschen. Das ist geil, wie er sich schüttelt. Das sieht halt schon mega gut aus, ne? Hier so mit einem Bein so. Wir haben es 18:09 Uhr und es ist noch keiner der Teilnehmer zurück. Das sieht halt nur witzig aus. Das ist nur schlecht. Das ist nur schlecht. Das nehme ich nicht. Das wird viele Disqualifizierte geben, würde ich mal sagen. Schau, das ist doch mega. Ich glaube, ich nehme das einfach, weil das andere ist halt auch ultra lustig. Das andere ist halt witzig. Wir machen beide und dann entscheiden. Ja, das ist lustig, aber das ist halt wirklich so eine 1 von 10. Wir haben noch andere. Wir haben nicht noch andere. Zacki, zacki, zacki. 18:10 Uhr. Die anderen Teilnehmer haben mir gerade schnell ihre Fotos geschickt. Okay, ich habe Fotos von allen Teilnehmern. Zwar sind nicht alle hier, aber ich habe die Fotos auf jeden Fall. Die Zeit ist jetzt abgelaufen. Ihr seid die Letzten. Ihr seid zwar zu spät, aber ihr habt mir die Bilder rechtzeitig geschickt. Wir müssen das Pony wieder zur Koppel bringen. Alle Teilnehmer sind wieder da und haben mir ihre Fotos eingereicht. Ich habe schon ein bisschen reingeluschert. Es sind wirklich sehr, sehr gute Bilder dabei. Ich bin sehr gespannt, was ihr gegenseitig zu euren Bildern sagen werdet. Deswegen, wir werden sie jetzt einmal alle anschauen und danach nacheinander bewerten. Ihr dürft natürlich nicht euer eigenes bewerten, aber gegenseitig seid bitte kritisch auch eurem eigenen Partner gegenüber, mit dem ihr unterwegs wart. Ich würde sagen, jeder erzählt ganz kurz, was er sich dabei gedacht hat. Wir fangen an mit Anjas Bild. Wow. Oh, cool. Oh. Ich dachte mir, dass ich einfach, weil ich ein kreatives Bild machen wollte, die Perspektive mal ein bisschen verändert habe und habe die Selina dann auf die Leiter gestellt. Ich wollte einfach in der Natur sein mit meinem Pferd. Cool. Finde ich schon sehr, sehr gut. Geht weiter mit Selina. Ja, also ich wollte unbedingt an den Teich, weil ich den einfach total schön finde mit dem Steg und so. Das hat irgendwie so eine ganz besondere Atmosphäre. Weiter geht's mit Hella. Starfotografen Mattes hat das Foto geschossen. Also, oh, geil. Süß. Geil, oh mein Gott. Das Motto ist auf jeden Fall getroffen. Also wie man sehen kann, erstmal habe ich was ganz anderes gemacht. Ich habe die so steigen lassen. Ich dachte, das sieht richtig gut aus. Aber dann habe ich irgendwie so ein bisschen Hunger bekommen und dachte, das passt irgendwie voll zur Natur. Habe mir einfach so ein bisschen Gras genommen und dachte, eigentlich voll lecker. Und dann hat Mattes in dem Moment das Foto abgedrückt. Das war eigentlich eine ganz spontane Aufnahme. Machen wir weiter mit Mattes. Wie man sieht, hat er sich kurz zwischendurch umgezogen. Das ist mein Busch-T-Shirt mit meiner Buschhose. Und natürlich barfuß. Was kommt, ne? Das war mein Tipp. Ich bin ja hochgerannt. Oh. Das ging ja um die Natur und ich möchte die Elemente näher bringen. Deswegen haben wir einmal Wasser, Erde, Feuer, die Sonne. Feuer siehst du wo? Feuer. Zwischen euch. In der Leidenschaft. Herzen. Genau. Feuer. Einmal Feuer zeigt die Verbindung zum Pferd hier natürlich ganz klar. Und dann Natur? Natürlich auch die Natur und die Sonne, die es widerspiegelt im Wasser. Genau das hat er. Eins mit der Natur. Man merkt, ihr habt euch auf jeden Fall alle sehr viel Gedanken gemacht. Jetzt kommen auch noch mal zwei Knallerbilder von zwei Knallerfrauen. Julia und Lena haben sich extra schick gemacht dafür. Und wie ich eben schon gehört habe, habt ihr euch Ponys geschnappt. Ja, genau. Machen wir weiter mit dem Bild von Julia. Wow. Alter! Nee, mit dem Handy. Mega! Wow! Und ich dachte mir dabei, das Motto ist ja eins mit der Natur, deshalb eine Detailaufnahme, ganz nah mit der Natur, mit der Wiese, mit den Blümchen, mit der Pferdenase. Das war schön geworden. Dass das mit dem Handy gemacht wurde, ist echt krass. Und das letzte Bild von der lieben Lena. Wow! Wow! Das ist das Bild. Mega. Auf jeden Fall sehr kreativ. Was hast du dir dabei gedacht? Also ich habe mir gedacht, das Motto ist ja eins mit der Natur und ich wollte gerne eins mit dem Pferd sein. Man sagt ja auch, die Augen sind so der Spiegel zur Seele. Und dann haben wir erst mit dem Blick eingefangen von dem Pony und dann habe ich mich da rein geschoppt. Achso, du hast dich da reingeschoppt? Ja. Ich dachte, lang liegt dieser. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung. Wir fangen mit Anja an. Das war das erste Foto. Ich zeige es gerne nochmal. Schreibt eine Zahl von 1 bis 10 auf die Tafel. Die letzte Challenge, um Punkte zu sammeln. Die Person mit den meisten Punkten beim Bild bekommt 6 Punkte. Dann dreht mal eure Tafeln um. 7,5, 8, 7, 8, 9. Ja, ich glaube, alle sehen die Konkurrenz und denken sich, ich bin lieber mal kritisch. Anja hat damit eine Gesamtpunktzahl von 39,5 Punkten. Das gilt es jetzt zu toppen. Als nächstes dürft ihr Selinas Bild bewerten. 1 bis 10. 8. 8,5, 8, 9 und 9. Wow. Hat das, glaube ich, schon mal getoppt. Damit bist du gerade die Spitze mit 42,5 Punkten. Weiter geht's mit Hellas Bild. Umdrehen. 8. 6, 6,5, 7,5 und 7. Nicht weinen. Ich finde ehrlich gesagt die Bewertung von Mattes am schlimmsten, weil er meinte, das ist richtig gut, nimm das. Hella hat damit insgesamt 35 Punkte und nimmt den dritten Platz vorerst ein. Weiter geht's mit Mattes. Dann dreht mal eure Schilder um. 9, 7, 7, 7,5 und 7,5. Das ist mega. Das ist so ein Standard-Instagram. Das ist für dich Standard. Ja. Mit dem Oberteil. 38 Punkte gibt es für Mattes, damit nimmt er den dritten Platz ein, Hella den vierten, Anja den zweiten und Selina ist immer noch die erste. Weiter geht's mit Julia. Aber du siehst auch irgendwie so ein bisschen so nicht mehr lebendig aus. Eins mit der Natur, also das Motto trifft sie dann. Hab ich getroffen. Dann dreht man die Schilder um. 9, 9, 9,5, 9 und 9,5, wow. Damit eindeutig erstmal auf Platz 1. 46 von 50 Punkten hat Julia erreicht. Es gibt nur noch ein Bild, das das toppen kann und das ist Lena. Wird Lena noch den Sieg holen oder bleibt es bei Julia? 9. 9, 9, 9,5 und 10 Punkte. Lena gewinnt mit einem halben Punkt die Challenge. 6 Punkte für Lena gibt es damit in der Tabelle. 5 Punkte für Julia, 4 Punkte für Selina, 3 Punkte für Anja, 2 Punkte für Mathis und 1 Punkt für Hella. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit blenden wir jetzt noch einmal die finale Tabelle ein, denn morgen gibt es ja nur noch das Finale. Ich bin sehr gespannt, wer morgen der Pferdecamp-Champion wird sozusagen. Wir haben aber noch einen letzten Programmpunkt, denn es ist ja auch der letzte Abend. Deshalb haben wir uns überlegt, machen wir ein Gala-Dinner. Ihr seht ja schon schick aus, aber ich würde sagen, alle machen sich nochmal schick. Dann treffen wir uns um 20 Uhr hier wieder. Mathis, du kannst doch auch nochmal, du hast doch noch so ein 1PS-Gefährt mitgebracht. Ja, wir fahren mit der Kutsche zur Location. Und dann fahren wir mit der Kutsche zum Gala-Dinner. Wie cool ist das? Das ist cool. Wir haben uns jetzt alle richtig in Schale geworfen. Da die Location aber direkt bei dem Eingang von dem Gebäude ist, haben wir uns gedacht, wir lassen die ganzen Teilnehmer mal so ein bisschen im Irrglauben und setzen die mal auf Mathis Kutsche und drehen mal ein paar Runden, um dann genau hier wieder herzukommen, wo sie auch gestartet sind. Jetzt erwarten wir sie eigentlich schon jeden Moment. Mathis weiß natürlich, wo es hingeht und ich bin mal gespannt, wie die alle angezogen sind. Ja, herzlich willkommen. Wir haben schon viele Locations hier am Haus gesehen, aber eine haben wir noch nicht gesehen, deshalb kommt mal runter, die Damen. Geht das? Wow! Herzlich willkommen beim Urlaubsreiterhof Trunk. Während Mathis seine Kutsche wegbringt, gehen wir schon mal runter und gucken uns das Ganze an, wo wir heute den Abend verbringen werden. So, ein Keller. Oh, das wird spannend. Wow! Wie schön! Oh, das ist ja cool. Auch diese coole Woche mit euch. Danke, dass ihr alle hier seid. Danke, dass ihr hier seid. Oh, was war denn so euer Highlight der Woche? Mein gesamtes Highlight war tatsächlich eigentlich mein Pferd, muss ich sagen auch. Weil er alles gemeistert hat. Heute war ja auch nochmal die Challenge mit Mein Pferd kann. Und ansonsten auch alle Challenges haben super viel Spaß gemacht und es war einfach eine coole Zeit. Ich fand auch die ganze Zeit einfach nur super krass. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Wir verstehen uns alle einfach unglaublich gut. Ich bin auch super stolz auf Sammy, muss ich auch sagen. Er hat das auch super gemacht. Man hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, in so einem Bibi und Tina-Film zu leben. So wie sich jeder wünscht oder wie man sich früher es auch gewünscht hat. Es war aber eine richtig coole Zeit. Wir haben uns alle mega gut verstanden, was die Zeit noch besser gemacht hat natürlich. Ja, wir sind alle sehr, sehr stolz auf unser Pferd und freuen uns einfach, dass wir hier dabei sein durften. Also ich fand am besten das Voltigieren. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja. Ich fand es so cool, dass die Anja hier war und uns so trainiert hat. Und ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass wir so viel lernen in so kurzer Zeit. Das war echt so mein Highlight der Woche. Also ich fand die ganze Zeit, da kann ich mich den anderen auch nur anschließen, mega, mega, mega. Ich bin richtig froh, dass wir das, oder eher gesagt Tom, das hier so auf die Beine gestellt hat, natürlich mit Unterstützung. Bin auch richtig glücklich, hier teilzunehmen. Ich glaube, am allercoolsten fand ich den Ausritt am ersten Tag mit Julia. Es hat so viel Spaß gemacht. Team Blond, auch wenn wir verloren haben. Weil verlieren ist nicht immer unbedingt schlecht. Auch die Challenge heute mit Mathis war mega cool, auch wenn ich verloren habe. Hat richtig viel Spaß gemacht einfach. Mich freut es sehr, dass alle so viel Spaß bis jetzt gehabt hatten. Morgen geht es nochmal richtig zur Sache. Deshalb werden wir jetzt den Abend hier schön ausklingen lassen. Und dann sehen wir uns morgen zum großen Finale wieder. Also bis nächste Woche. Herzlich willkommen zur letzten Challenge. Wow! Oh Gott, Scheiße! Toasted Marshmallow oder Stinkbug. Wir haben einen Gewinner.